Hallöchen, ich bin hier in Hannover und hier startet heute die NPD ihren Wahlkampf in Niedersachsen. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Die Extra-3-Reporterin Olivia Jones macht sich auf die Suche nach den Spitzenpolitikern der NPD. Sie will etwas über das Wahlprogramm der NPD erfahren. Damit wir einen Wechsel in der Politik hier haben. Ja gut, das ist natürlich also gut. Also geht's nicht ein bisschen konkreter? Damit jemand die deutschen Interessen vertritt. Was sind denn deutsche Interessen? Nein. Sie können mir einfach nicht sagen, warum man die Partei wählen soll. Das ist ja das Problem. Sie sagen nur, die Partei ist gut und wählt uns. Das kann doch jeder sagen. Sind Sie des Lesens mächtig? Na, es geht so. Es geht so. Ja, dann haben wir ein Wahlprogramm. Im Schminken bin ich gut. Also das habe ich gemerkt. Warum denn so angeekelt? Das ist doch kein Problem, mein kleines braunes Häschen, oder? Also irgendwie ist das ja schade. So richtig Informationen kriege ich ja nicht raus hier. Die Reporterin gibt noch nicht auf. Hallöchen, Herr Pasteur, jetzt kriege ich ein kleines Interviewchen. Sie haben sich richtig fest zurechtgemacht heute, super. Ich habe ein paar Fragen, wie läuft denn der Wahlkampf so? Also ich bin nicht bereit, in einem Umfeld des brasilianischen Karnevals Interviews zu geben. Bitte respektieren Sie das. Aber wenn man Ihr Jackett so sieht, dann bedeutet das aber was anderes. Oder Sie haben sich da auch lustig zurechtgemacht, ich auch. Ich sprach davon, dass... Das war aber gar nicht die Frage. Die Frage war ganz einfach, wie der Wahlkampf läuft. Aber trotzdem habe ich immer noch nicht herausgefunden, warum man jetzt die Partei wählen soll. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Sag mal, ist es doch auch so langweilig? Nein, eigentlich nicht. Also an irgendwas erinnert mich die Frisur. Irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Tja. Was ich ja komisch finde hier bei der NPD, nee, eine Frage habe ich. Die Frauenquote, die sind gar keine Frauen, oder? Nicht, dass das doch ein schwuler Verein ist? Weiß ich nicht. Also Frauen müssen doch da sein, ihr müsst euch doch auch irgendwie vermehren, oder nicht? Das ist, glaube ich, die erste Partei, die an den Start geht, ohne ein Programm zu haben und ohne irgendwelche Punkte zu haben, warum man sie wählen soll. Ja, so ist das.